echt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Sie macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys. Deine Frau sieht wirklich verdammt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Sie macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys. Warum sie es nicht ist, kann ich dir ruhig sagen. In ihrem Handy findet man nur von Typen die Namen. Bei der Geburt sah es aus wie ein Asiate. Und nach einiger Zeit verhält es sich wie eine Schwarze. Jeden Tag klopft es an der Tür, wo ist mein Kind? Wie du dich rechtfertigst, kannst du inzwischen schon sehen. Und du wunderst dich nach Arbeit, warum deine Decke klebt. Na dann frag mal deine Frau, was sie sonst so erlebt. Deine Frau sieht wirklich echt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys. Deine Frau sieht wirklich verdammt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Sie macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys. Deine Frau ist Stammkundin in einem Darkroom. Und du denkst, dass du es nicht bringst, hat damit nichts zu tun. Sie ist bei einem anonymen Fick-mich-Verein. Sie lässt jeden, der Crack raucht, in sich hinein. Du könntest meinen, doch das Schlimmste kommt es jetzt. Dass sie Krankheiten sammelt, kümmert sie den letzten Dreck. Ich halte meine Hand über dich, geh jetzt dein Weg. Aber sie ist nun mal ne Bombe, wenn sie sich bewegt. Deine Frau sieht wirklich echt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Sie macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys. Deine Frau sieht wirklich verdammt gut aus. Manchmal rettet sie ein paar Männer vor dem Samenstau. Sie macht den Eindruck, sie wäre eine Lady. Doch sie ist wahrscheinlich nicht die Mutti deines Babys.